Das ist eigentlich total albern, weil so die meisten Musiker, die kommen, gehen dann von der Bühne und tun dann immer so, als wären sie jetzt wirklich fertig. Und dann tun die dann, weißt du, dann, ich kenne das ja noch von früher, dann sitzt du in der Garderobe und dann draußen klatschen alle und dann sagt der eine, komm, wir gehen wieder. Dann sagt der andere, lass dich doch ruhig noch was klatschen. Und dann kommst du dann noch raus und dann tust du so völlig überrascht und so, ach, sind wir gar nicht drauf vorbereitet. Und so, was machen wir denn jetzt? Und wir sind vorbereitet. Deswegen können wir auch auf der Bühne sitzen bleiben, warum wir nicht hinten diskutieren, was spielt man jetzt? Und dann sagst du das, nee, sagt der andere, nee, deswegen dauert das ein Quatsch. Ich wollte mich wirklich recht herzlich bei euch bedanken, weil wir sind ja wirklich zum ersten Mal hier in der Gegend und es hat unfassbaren Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Dazu muss man noch sagen, dass so ein Laden wie der hier ja auch schon allein ein Beifall wert wäre, weil da kannst du im Ruhrgebiet in ganz Köln lange nachsuchen, den findest du nicht. Schönen Laden von den Menschen, die wir mit Seele füllen. Das erlebt man auch selten und wir kommen viel rum in der Republik. Aber das hier ist ein Kleinod, was es zu erhalten gibt. Und ich war eben in Neubau, Henry, und ich sehe, du brauchst den ganzen Frühl da wieder rein, ist nur größer. Ich finde es großartig. Das ist größer. Ja, wo er das schon sagt, ich fand es total super hier. Ich habe ja vorher schon davon geschwärmt, dass ich viermal spielen kann. Und jetzt ist es noch schlimmer, deswegen würde ich gerne wiederkommen. Das Problem ist nur, wenn der nächste Laden größer ist, könnt ihr uns einen Gefallen tun und uns weiterempfehlen und vielleicht auch nächstes Mal eure Nachbarn mitbringen. Das müssen ja nicht die von links sein, die ihr nicht leiden könnt. Ihr könnt ja auch die nehmen von rechts, die ganz in Ordnung sind. Oder von ihnen. Oder von ihnen. Wie gesagt, ihr könnt uns wirklich einen riesen Gefallen tun, wenn ihr uns weiterempfehlt, weil wir haben wie viele, viele Bands natürlich das Problem, dass wir in Medien kaum vorkommen. Und da ist es eigentlich nur möglich, durch Mund-zu-Mund-Propaganda noch irgendwie ein bisschen populärer zu werden und das wollen wir schon. Weil wir sind auch für Deutschland zu prägen, Gott sei Dank zu einem. Genau. Also mich sucht keiner mehr. Das ist das Problem. Den auch nicht. Also wir sind schon gefunden sozusagen. Und wir haben uns ja gefunden. Deswegen haben wir ja viel Glück. Dann, wenn ihr euch noch irgendwie weiter informieren wollt, ich meine, dass die neue Platte am nächsten Freitag rauskommt, wisst ihr ja jetzt. Die gibt es ja auch schon heute. Was ich aber meine, wenn ihr mal so gucken wollt, wo wir sonst noch spielen und so, wir haben natürlich auch eine Internetseite, die heißt www.häuserband.de, ist einfach zu merken, www kennt ihr, Häuser bin ich, Band, das sind wir, und de seid ihr. Also, das müsst ihr wirklich merken können. Dann für die jungen Leute unter euch, ich sehe zwar keine, aber falls welche anwesend sind, ich habe auf Raten meines Sohnes haben wir auch eine Facebook-Seite. Da kann man dann jede Sekunde was posten und reinschreiben. Wer will? Klaus ist jetzt nicht so der Blogger. Das ist irgendwie, ist nicht so meine. Er sitzt in einem Keller und schreibt Songs. Ja, ich verstehe auch gar nicht, wieso die das alle machen, mal ganz ernsthaft. Also früher, ich kann davon ja noch berichten, wenn man so früher sich beschwert hat irgendwie über Paparazzi, das ist nur so neben der Jan, aber alle gesagt, wie können denn die ganzen Leute hinterherlaufen, die zu fotografieren? Dann kaufst du dir eine Gala oder so, und beim Arzt liest man das ja immer so prominent im Badeanzug. Alle Leute haben sich früher darüber aufgeregt. Was passiert heute? Kaum sind die in Urlaub, irgendwelche Bekannten von mir, kriege ich immer heute gepostet, ich im Badeanzug, mein neuer Freund, habe mich gestern verliebt, alles mögliche. Ich und Hund. So, ich und Hund. Nein, ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht. So, früher hat man wirklich sich beschwert, dass es irgendwie keine Privatsphäre mehr gibt. Und heute veröffentlichen die Leute, Gott weiß was, alles auf diesem komischen Facebook. Aber bevor ich habe das noch nicht verstanden. Schreibt man ja lieber selber. Ja. Also ich verstehe es nicht. Das Beste war, eine Bekannte von meiner Frau hat irgendwann so ein Herzchen fotografiert. Da war die im Urlaub und da stand dann drunter, in fester Beziehung. Hab ich lange drüber nachgedacht. Die Frau war 54. Kann man ja mal schreiben. Und dann kamen dann seitenweise Kommentare von irgendwelchen Freunden. Nee, super. I like. Ist die schon mal aus dem Rennen? Oder was? Das Schärfste ist, du wusstest ja keiner, wer das war. Egal. Weil das heute so nett war, haben wir uns gedacht, spielen wir als letztes Lied noch ein Liebeslied. Apropos feste Beziehung. Genau, das ist jetzt ein super Übergang, weil das Lied habe ich mal geschrieben. Ihr wisst ja, Liebeslieder gibt es natürlich Millionen auf der Welt in der Popmusik oder Rockmusik. Und meistens geht es dann darum, dass du so ein Mädchen kennenlernen willst.
und schreibst ein Lied, weil du hoffst, dass du die damit rumkriegst. Ich kann euch beruhigen, das klappt nicht immer. Der Klassiker im Mittelalter schon. Also, genau. Dann gibt es die anderen Lieder, das kennt ihr auch alle, das ist eigentlich das Hauptthema immer. Mädchen ist weg, willst du zurück oder bist traurig und schreibst dann so damit. Ich habe damit angefangen, da war ich noch im Kindergarten, Baby Comeback. Kennt ihr noch so? Und dann habe ich gedacht, ah ja, und dann dieses Thema wird natürlich auch gerne von Rod Stewart und so weiter, ihr wisst schon. Bei mir war das anders, weil ich habe vor 3 Jahren Silberhochzeit gefeiert, meine Frau war auch dabei. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja bei mir auch nicht so üblich in meinem Bekanntenkreis. Da habe ich gedacht, man müsste mal ein Liebeslied schreiben über eine Beziehung, die ein ganzes Leben lang hält. Weil das ist ja eigentlich der große Wunsch von uns allen. Ne? Ich meine, wenn man das so überlegt, wir leben hier, wir haben das ganz große Glück, dass wir toll, toll, toll bis jetzt hier in Frieden groß geworden sind. Nicht mit unseren Großeltern, die 2 Weltkriege mitgemacht haben, sondern wir haben ja wirklich Frieden hier und das ist ein hohes Gut. Dann haben wir relative Wohlstand, sonst wärt ihr jetzt gar nicht hier. Die 2 Leute, die haben es nicht so gut getroffen, aber die meisten von uns, denen geht es ja eigentlich ganz gut. Und dann ist ja eigentlich nur der Wunsch, dass man noch wirklich einen Partner findet, mit dem man glücklich ein Leben verbringt. Ich hatte das Glück. Und da habe ich gedacht, für die Leute, die auch das Glück haben, falls einer anwesend ist, für die musste man ein Lied schreiben. Und dann habe ich dann auch gemacht, das heißt Last Favorite Song. Und das eignet sich natürlich eigentlich schon vom Titel als letztes Lied heute Abend. Super. Nochmal vielen, vielen Dank fürs Kommen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dankeschön. Last Favorite Song.
Oh,
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Sascha Delgo. Am Schlagzeug Markus Lief. An den Keyboards Matthias Kraut. Gitarre und Vocal Thomas Heiden. Ja, ich und ihr. Vielen, vielen Dank. Und gut nach Hause, schönes Wochenende. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir uns immer wieder. Tschüss zusammen.